machen gerade wieder Alarm. Ja, Philipp hat jetzt Wahnsinn. Level 3. Endgard. Hey, ich möchte auch noch ein bisschen was hier haben. Hey, mein Vogel hat sie platt gemacht, geil. So, gleich mal Stream. Jetzt geht's aber auch in unser Hauptziel in dieser Folge. Dieser Berg. Was ist wohl da oben? Und haben wir nur die geringste Chance auf. Ich glaube ja irgendwie nicht. Aber ich möchte wissen, was da oben uns erwartet. Möchtest du, bevor du hochgehst, nochmal ganz kurz warten? Nee, das Besteigen dauert ein bisschen. Ja, schon klar. Deswegen möchte ich mich heilen. Du bitte. Sei mal noch hier. Bäh, scheiße. Hab's verkackt, ich hab's verkackt. Immer diese blöden Tasten, Alter. Das war nicht so prickelnd. Aber hier drüben kommt man, glaube ich, besser hoch. Wieso? Ich hab's gleich geschafft mit halber Todesfolge. Zauberer, der nicht durch Kraft macht. Voll asozial ist das. Hab's übrigens auf die erste Ebene geschafft. Ich gehe jetzt die zweite Ebene an. Hui. Ja, ey, cool. Der Zauberer hat das voll gehabt. So, Kacke, jetzt bin ich auch noch gestört. Oh, du meinst den Zauberer. Den hatte mein Spartacus auf mich. Ja, ich hasse auch diese verfluchten Zauberer mit ihren super Laserstrahlen, Alter. Ja, die mit Level 5 einen einfach nur wegblasen. Oh, ich, im Übrigen, ich habe eine neue Waffe. Power 10, neues Schwert, finde ich toll. Da. Hoffentlich ist der Zauber nicht noch hier. Ne, ist er nicht. Ja, so. Wie schnell die hier teilweise weglaufen können. Scheiße, abgestürzt. Ja, fast so schnell wie die Lehrer bei Stundenschluss. Ja, ich bin immer noch für die Theorie des geheimen Lehrerfahrstuhls. Der geheime Lehrerfahrstuhl, klar. Na was denn? Okay, eine Lehrerin. Ich bin jetzt hier oben. Und hier oben ist ein unglaublicher Endgegner. Wir haben hier absolut keine Chance. Das kann man gleich wieder lassen, Philipp. Das schafft man nicht. Aha. Oh, mach das ist ja ein blaues Eichhörnchen. Dann wär's. Nein, Schatz, da oben ist einfach gar nichts. Nur eine super geile, spektakuläre Aussicht. Ich komm gleich nach. Jo, man. Ich muss aber erstmal ein paar Dinge machen und nebenbei mein Zeug aufladen. Oh, kack. Hab gedacht. Ich hätte tiefer fallen können. Ich mach grad ein, Es sind, Pilzschaschlik. Pilzschaschlik. Also in der Hinsicht hatten die Entwickler von Cubeworld einfach nur Langeweile, ne? Bei Nahrung erfinden. Scheiße. Naja, es ist Pilz und Zwiebel in Kombi. Auf einen Spieß gesteckt und gegrillt. Oh. Mega fette Aussicht. Oh, kacke. Und jetzt sind Leiter. Das wäre geil, ne?
Oh ja. Weißt du was? Doch, hat so Lust auf Suizid. Ja, habe ich auch irgendwie so. Ich weiß bloß noch nicht, wo ich runterspringen soll. Kannst du mir. Ha? Weißt du was? Ich mache das jetzt mal ganz spektakulär. Alter! Daneben sehe ich jetzt echt alt aus. Wie viel hattest du Minus? Bei mir stand 26. Bei mir war es 340, ich hatte volles Leben. Theoretisch. Okay, dann gehen wir jetzt wieder der Wüste entlang. Der Vogel hat es ohne den Kratzer geschafft. Er ist ja ein Vogel. Die Tiere kriegen keinen Fallschaden. Ich hab voll Assi. Wenn du auf den reitest und von dem Berg springst, kriegst du Fallschaden. Wir kommen an ein Dreieck. Geil. An ein Bogen Dreieck. Mir fehlen aber auch genau 5 XP, Alter. Echt jetzt? Da oben? Da oben sind Kühe, da hole ich das jetzt. Wie wirst du eigentlich vorgehen, so beim... ja. Wirst du erst die anderen oder so? Ja, hab ich auch so gedacht. Also ich mach die zweite Attacke, bis ich sie hab. Danach sammle ich die Punkte für fürs Klettern und so, dass ich dann den Gleiter haben kann. Danach mal schauen, entweder Tier oder Dings. Oder Boot. Je nachdem, wo wir als nächstes hingehen. Also hier, die Aussicht ist wieder einmal unberagenbar geil. Was ich auch so schön finde, ist einfach nicht, dass diese Biome... Das ist zwar ein bisschen nervig manchmal, dass die so groß sind, aber das macht es auch ein bisschen realistischer und besser. Hübscher. Nicht so wie in Minecraft, wo du in die Jungen reinkommst und kannst das Ende sehen. Weißt du, wie du dir vorhin das Leben nehmen hättest? Wenn mit einer Rolle. Mit so einer mega geilen Rolle. Ja, weiß. Mitten im Sprung kam mir auch der Gedanke, drück das Rad, drück das Rad. Ja, im Sprung ist es ein bisschen spät. Und es hat ein Schild für mich abgeworfen. Ey, Schafe sowas auch dabei haben. Genau. Schafe brauchen immer Schilder, was weißt du? Zum Streiten und so, wenn sie mal sich nicht wie ein Schaf verhalten wollen. Meinst du nicht Protestschilder? Ach so. Meinst du so Rüstungsschilder? Ja, die brauchen Schafe auch. Weil ja, wenn sie mal wieder... Was ist, wenn man die Schafe wieder gegen die Schweine kämpfen müssen? Oder noch schlimmer, gegen die Kühe, die sind echt fett. Genau. Das ist... Nee, hör auf so zu lachen. Weißt du, was ist von zu dir? Jo, du kannst zu mir. Ist ja lustig, dass der dritte Schlag von meinen Attacken ein Schlag von unten nach oben ist. Gucke, Schlag 1, Schlag 2 und Schlag 3 von unten nach oben gezogen. Kann denn das eine Biom hier Wasser ist? Das auf der rechten? Komm, wir gehen mal ein bisschen rüber rechts. Das müsste ein Wasserbiom sein, so wie es aussieht. Ja, das ist gut möglich. Ja, es ist ein Ozean. Oh ja. Gut, dass hier noch ein Grill steht. Plop, plop, plop. Eine Stadt wäre mal wieder cool. Bist du der Kleine?
Schubdonner macht aus allen etwas, während ich immer warten muss. Wie meintest du das jetzt mit aus allem? Nein, du arbeitest hier immer. Du gehst immer an Lager vor, machst irgendwas. Ich hab ja nicht so das Verlangen, in Cube World irgendwie zu ginken. Ist halt noch nicht so ausgereift. Ich hab das halt also, wegen dem späteren Charakter habe ich das schon intus. Dass ich an Feuern immer irgendwas mache, um mehr Platz für irgendwas zu haben. Was ich mich halt frage ist, der Entwickler oder die Entwickler oder das Paar Entwickler, ob die das vorgesehen haben, dass Cube World sich so Richtung Minecraft entwickelt, dass man diese Steine auch abbauen kann irgendwann. Warte, wenn ich nicht abgestürzt wäre, würde ich dir jetzt echt was ganz Tolles zeigen. Warte, ich komm wieder hoch, bleib wo du bist. Ich bin unten. Dann bleib ich wollte unten eigentlich unten. Gerade springen. Warte. Hier sind diese gelben Dinger. Bleib in meiner Nähe, aber lass mich von denen töten. Das habe ich sowieso nicht. Warte. Wir machen jetzt mal was ganz Cooles. Du rennst einfach drumherum. Ach, vergiss es. So, Bombe explodiert, hier voll Fall Fettlock drin. Ja, schön. Ein Krokodil, ey, voll geil, ein Krokodil, ich habe noch nie ein Krokodil gesehen. Komm mal hier zu mir her, hier ist ein Krokodil, das ist rot, pass auf. Ich würde dir empfehlen, scharfe Kreise zu drehen, wenn du dem Krokodil zu nahe kommst. Weil ein Krokodil ja natürlich sich nicht einfach um 180 Grad drehen kann. Das ist stupid. Hey. Ich sehe hier einen Papagei oder so. Den hab ich noch nie gesehen. Papagei? Hey, mein Hase. Wo ist ein Papagei? Hier bei mir. Okay, komm, Krokodil. Ich hab für dich einen Ersatzfutter. Ein leckerer Papagei. Sehr selten und ein Aussterbendes. Der Papagei greift doch keinen an. Hey, der Papagei hat gerade 12 LP geworfen. Und der Papagei hat Peter geworfen. Ja, noch besser. Wenn du stirbst, brauchst du im Wasser. Naja, ich versuche aber gerade das Krokodil nachher an dir zu. An den Krokodil. Kannst du das nicht machen? Alter, ich hab nur noch 6 Leben. Und jetzt hast ich noch keine Sachen mehr. Leben, oder? Ja, immer 6 Leben, ne? 6 Leben. 6! 6! Deswegen läufst du nicht weg, ich hau das mit dem Leben durch die Ruhe. Es ist tot. Zum Glück wirft du das wenigstens ein bisschen XP ab. Und jetzt töte mich noch. Scheiße, geht ja nicht. Und ich weiß, man hätte da noch so einen Heiltrank, also kein Heiltrank, aber irgend so ein nee, danke, ich suche mir jetzt einen großen Fisch und das tut es nicht. Ey, du kannst auch Unterwasserrollen machen, das sieht ja lustig aus. Ja. Hui. Hast du überhaupt nicht Panne? Was auch sehr Panne ist, unter Wasser diese Schläge zu machen. Hier, Piranhas. Hä? Da sind Piranhas. Wo? Einfach weiter schwimmen. Ach, da.
Tot bin ich. Yippie. Und ich bin auf dem Festland gespawnt. Ja, ich kämpfe ganz heldenhaft gegen... Das ist das perfekte Zeitpunkt, dass du... Genau. So, und jetzt darfst du dreimal raten, was jetzt gerade ist. Lass uns raten. Eine neue Folge? Jo, Mann. Also, das war's mit dieser Folge Cube World.